Die OZG Cloud. Kommunen sind für den Vollzug von 70-80% der OZG-Leistungen verantwortlich. Für eine echte digitale Verarbeitung fehlen ihnen aber oft noch die Mittel. Auf Initiative der Kommunen in Schleswig-Holstein mit dem ITVSH wurde gemeinsam mit dem Land und Dataport eine Lösung entwickelt. Die OZG Cloud. Für uns, für das Land Schleswig-Holstein, sind die Kommunen der wesentliche und der zentrale Erfolgsfaktor für die Umsetzung nicht nur des Online-Zugangsgesetzes, sondern für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung überhaupt. Das heißt, sinnvolle Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ohne die Kommunen ist nicht möglich, jedenfalls nicht in Deutschland. Die OZG Cloud enthält eine allgemeine Fachanwendung, kurz Alpha, mit der Kommunen ihren kompletten Antrags- und Bearbeitungsprozess digitalisieren können. Die allgemeine Fachanwendung ist sozusagen das Herzstück der OZG Cloud. Diese allgemeine Fachanwendung wird jeder Kommune in einem sogenannten kommunalen Namespace datenschutzkonform zur Verfügung gestellt. Dort drin arbeiten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kommunen. Im Alpha haben wir eine Übersichtsseite auf alle Anträge geschaffen, die letztendlich uns immer einen Status des Antrages anzeigt. Dieser kann von neu bis in Bearbeitung oder letztendlich auch in Beschieden gehen, sodass letztendlich, wenn ich mich einlogge, ich immer sehen kann, wo ist dieser Antrag und was muss ich als nächstes damit machen. Und ich bekomme alle Anhänge, die mir der Antragsteller oder die Antragstellerin zugeliefert hat. In einer weiteren Funktion kann ich dann letztendlich Kommentare erfassen. Das ist wie eine interne Aktennotiz zu versehen. Ich habe auch die Funktion einer Wiedervorlage, dass das System mich an einem gewissen Datum erinnern kann, dass dort etwas nochmal zu tun ist. Oder unsere größte Funktion ist letztendlich die bidirektionale Kommunikation mit dem Antragsteller oder Antragstellerin, um Nachweise letztendlich nachzufordern. Technisch gesehen ist es so, dass dort in der OZG Cloud jede Kommunalverwaltung ihren eigenen Bereich hat, in dem sie autark arbeiten kann. Und die OZG Cloud kann unterschiedlichste Anträge, Antragsarten verarbeiten. Das ist der große Vorteil. Ein Tool für sämtliche Anträge. In der Praxis hat sich die OZG Cloud bereits bewährt. In Schleswig-Holstein gibt es Stand Mai 2023 116 Anmeldungen und bei rund 30 Kommunen ist das System schon im täglichen Einsatz. Wir haben inzwischen über 250 Anträge, die aktuell mit der OZG Cloud bearbeitet werden. Das fängt an bei der Baumfällgenehmigung bis über einen Online-Dienst, wo ich Fundsachen letztendlich melden kann oder halt auch Kreisleistungen wie beispielsweise der kleine Waffenschein. Die Verarbeitung von Antragsdaten, eben nicht dokumentenbasiert, sondern datenbasiert, ist das, was jetzt auf die kommunalen Verwaltungen zurollt. Und dieses Tool ermöglicht genau diese Bearbeitung ohne Medienbruch, ohne zusätzliches Ausdrucken, Kuvertieren und Wegschicken. Schon bald könnte sich die OZG Cloud auch außerhalb von Schleswig-Holstein verbreiten. Mit Bayern läuft bereits eine Kooperation. Es gibt Interessensbekundungen aus weiteren Bundesländern und der kommunalen Verwaltung sowie von Anstalten des öffentlichen Rechts. Es schließt diese Lücke, die wir derzeit eindeutig haben. Und dafür ist dieses Tool genau das Richtige. Da die OZG Cloud als Open-Source-Produkt deutschlandweit eingesetzt werden kann, ist eine deutschlandweite Entwicklergemeinschaft geplant. Die OZG Cloud wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell läuft beispielsweise die Anbindung von Dokumentenmanagementsystemen und E-Akten. Auch die Zusammenarbeit von Kommunen in der OZG Cloud ist in Planung. Das Besondere, unser Auftraggeber nennt es immer Hidden Champion. Das Besondere ist die Einfachheit, dass man wirklich mit wenig Aufwand die OZG Cloud in der Kommunalverwaltung installieren kann und dass man damit ein Tool hat, wo man jegliche Art von eingehenden Online-Anträgen bearbeiten kann. Damit ist der Weg frei für eine medienbruchfreie Digitalisierung vom Antrag bis zum Bescheid. Die OZG Cloud.